Hallo Leute, ich bin's, euer Twister, und wir nähern uns langsam dem Ende des Spiels. Wir haben noch genau 1, 2, 3, 4, 5 Levels vor uns. Und ich will gar nicht so viel Zeit verschwenden, deswegen fangen wir jetzt direkt an hier mit. Okay. So. Ach, das war mein Hasslevel. Das wird witzig. Juhu! Wow. Die Idee gab es schon mal so an einem Geisterhaus, wie ihr sicherlich bereits gesehen habt. War nur etwas länger, ging es da runter. Okay. Durch die Röhre, würde ich mal sagen. Ja. Okay, das Spiel ist witzig. Also, ich meine, das Level ist witzig. Das Spiel auch, aber. Okay, ja, ihr werft mal schön eure, was weiß ich, Blöcke runter. Aber dafür von werdet ihr nicht mehr lang was haben, okay? Wow, wow. Okay. Ja, die Lichtfische baller ich mal ab. What? Ah, okay. Ich glaube, die Blöcke sind eher da, um die wegzukicken. Ja, so geht's auch. Also, okay. Ach, da war eine Röhre unten. Wie auch immer die da hinkommt. Sie muss ja schon da gewesen sein. Okay. Ah, Fisch. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich finde keinen Ausgang. Was hat der für Probleme? Ah, ich gehe hier mal schnell wieder raus. Ich glaube, hier waren nur die Münzen drin. Wozu auch immer diese Scheiße was bringt. Ach, Mario, geh doch nicht schon wieder rein. Mein Gott. Okay. Ah. So, okay. Das war wohl der falsche Weg. Und das war auch die falsche Methode. Das zieht einem ein Leben. Okay. Jetzt haben wir davon gelernt. Und es geht weiter in einen anderen Raum. Juhu, hoha. Ach, diese Quallen. Wie die auch immer geblieben sind. Juhu, hoha. Und ein Pilz. Überall Lichtgegner. Wofür brauchen die Licht? An jedem Gegner ist irgendwas mit Licht dran. Fast jedem. Der kreist da so rum. Aber das ist uns egal. Und ja, das war auch total klar. Wow, wow. Jetzt sollten wir nicht sterben. Okay. Blooper. Geh weg. Okay, ich hoffe, jetzt kommt ein Checkpoint. Denn dann werden wir fürs Erste gerettet hier aus diesem schrecklichen Level. Nein, Junge. Was kommt denn da runter, hä? Ich will jetzt hier echt nicht abkacken. Nein! Oh! Ich hasse es. Ich habe noch nicht mal irgendwelche Items. Ach, ein Pilz. Oh, Gott sei Dank. Aber das wird uns nicht nochmal so gehen. Uhahaha. Okay, wir sind wieder am Start bei diesem blöden Teil. Hier, Switch. Das interessiert mich mal so gar nicht da. Ein bisschen Pinball mit dem Teil spielen. Oh, wow. Boah, das ist ja mal geil. Pinball. Okay. Tschüss, du doofer Block. Wir können nichts mit dir anfangen. Und Mario geht jetzt hoffentlich mal bei dieses Rohr. Okay. Und jetzt kommen wieder die blöden Kugelwerfer. Den ganzen Tag da stehen und Kugeln werfen. Aber unlogischerweise treffen die Kugeln, diese Bälle, Stachelbälle, gar nicht die anderen Fische. Sie fallen davor runter. Aber das ist wieder unrealistisch, weil die mich treffen. Und also diese Fische treffen mich auch und die Bälle. Aber die Bälle treffen nicht die Fische. Ist unrealistisch, ist aber so irgendwie. Kick euch mal hier alle weg, ne? So. Ach Mist. Das macht uns ja nichts. Den Block wieder weg. Okay. Jetzt kommen wir wieder in den anderen Raum hier mit diesen komischen Quallen. Oder was auch immer das darstellen soll. Okay. Eine Feuerblume.
Ja, das habe ich jetzt riskiert. Ah, klar, ausgeblendet. Genug geblendet für euch, Leute. Scheiß Quallen. Ah, nee. So, ich brauche kein Licht. Ich habe genug Licht. Auch wenn er kostenlos ist. Ach, da ist ein Stern drin. Wer hätte das erwartet? Und dass hier mal so hell sein kann, das ist auch Wahnsinn. Okay, hat nicht für einen One-Up gereicht, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Denn wir sind schon wieder im... Ah, Mist, komm, geh rein, Mario. Okay, wir sind schon wieder im nächsten Raum. Da, wo wir eben gestorben sind, leider. Weil Mario Hunger hatte und meinte, er müsste abkacken. Okay, diesmal klappt's besser als vorhin. Und eine Sternmünze gibt's gratis. Wie schön. Und eine Röhre gibt's auch noch dazu. Okay, ohne Checkpoints-Level. War jetzt das komplette Level ohne Checkpoint? Es kann mir ja egal sein. Aber auf jeden Fall, ich hab's damals schon gehasst. Mit diesen Schwimmleveln hasse ich sowieso. Und ein One-Up gibt's dazu. Juhu, 313 Sekunden. Wie schön. Mario Time und ich hoffe mal, wir betreten direkt das nächste Level. Also ein bisschen Zeit haben wir noch. 6 Minuten, da schaffen wir noch was. Und wieso auch immer, Mario stand auf so einer Glimmermasse anstatt auf was anderem, wie ihr auf dem Level-Button gesehen habt. Egal wie oder nicht. Und wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Ich hoffe, ihr schreibt einen Kommentar. Und okay, wenn ihr meine LPs mögt oder mein LP bis jetzt ist, mein erstes LP, dann bitte abonnieren und wenn nicht, dann tschüss und verpisst euch von meinem LP. Und guckt euch die Parts erst gar nicht an, wenn ihr euch die nicht leiden könnt. Ja, euch nicht die leiden könnt. Nicht die euch nicht leiden können, sondern andersrum. Wie auch immer. Und jetzt ist ein Hasslevel von mir. Ich habe es damals schon am Playthrough von World 8 gemacht. Hier habe ich sowas von abgekackt. Weil diese Bob-Oms denken, sie müssen hier auf Mario irgendwas mit Mario anstellen. Ja, Leute, ihr Bob-Om. Ah, Combo. Okay. Yo, klar. Okay. Feuerlawine. Hau du auch ab, verpiss dich auch. Aber hier gibt's wenigstens mal einen Checkpoint im Level. Wer hätte das gedacht? So, was kennt Mario gar nicht mehr. Huhuhu. Und man muss immer warten, weil dieser Scroll, okay, S-C-R-O-L-L, hier im Weg ist. Das Level ist sowas von mies. Hier konnte man nicht ausweichen. Da ist wieder die Sternmünze da. Ah, das war klar. Man konnte diesem Teil nicht ausweichen. Also ohne Schaden zu nehmen, das Level zu spielen, ist schon fast unmöglich. Aber es wird wieder ein langer Part, aber es reicht mir, okay. Oder wir spulen nochmal zurück. So, zurückgespult. Und ihr seht hier, ja, ich bin wieder hier, wo ich eben gestorben bin. Oder auch nicht? Was soll die Scheiße? Ja, wir haben ja zurückgespult, von daher muss man hier wieder sein. Okay. Wie auch immer. Keine Pilze, keine Items, kein Nichts, kein Leben oder was. Das gibt es nicht. 86 Leben haben wir noch. Okay. So viel hätte ich auch mal gerne in meinem Leben. So, wir warten einfach hier erstmal, bis diese Scheißlawinen uns aus dem Weg gehen. Und wieder die Bob-Oms auf uns treffen. Was hat der für ein Problem? Okay. Okay, wir warten. Das war aber ein Fehler. Oder doch nicht. Komm, geh weg. Wow. Das war unvoraussehbar. Beziehungsweise es war voraussehbar, nur etwas blöd. Da ist nämlich nicht mal was drin. So, wir hätten fast dieses Teil hier verloren. Ist noch nicht mal ein Item drin. Und ich muss jetzt hier mit diesen Vögeln auskommen. Das ist so langweilig, Leute. Mein Gott, hier diese Raben.
Ja, was habt ihr gegen mich? Mobbt mich doch nicht. Was hab ich euch getan, Junge? Mein Gott. Okay. Ihr sollt mal lieber weiter nach links, nach rechts gehen. Okay. Oh nein, die Zeit wird knapp. Ah, perfekt. Durchs Rohr geht's. Und wir haben es hoffentlich jetzt geschafft, ohne dass uns noch ein Vogel in die Quere kommt. Okay, dann war's das wieder für den Pfad. Und ich hoffe, euch hat's mir gefallen. Also mir hat's gefallen. Wenn nicht, dann ist es euer Problem und nicht meins. Okay, ja. Hopp, die hopp, die hoppala. Die zwei Level, die sehen wir da. Und das ist fast das Ziel. Ach, was rede ich doch so viel. Naja, und das Telefon klingelt und tschüss.